Ganz wunderbar. Hallo zu gar nicht so später Stunde, sondern zur besten Sendezeit. Darf ich jetzt einen ganz besonderen Vortrag bei dem RC3, wie ich ihn nenne, Covid Communication Kongress, in Wirklichkeit Chaos Remote und so weiter, Kongress ankündigen. Etwas ganz Tolles, weil das Schöne an der ganzen Sache ist, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, worum es geht. Es geht nämlich um Pen und Paper und ich habe in meinem Lebtag sowas noch nicht gespielt und bin super gespannt, was ich jetzt gleich alles lernen werde. Und frei nach dem Motto, man muss nicht alles wissen, aber man sollte wissen, wovon man keine Ahnung hat, bin ich auch gespannt, diese Advanced Version eines Pen und Papers mitzubekommen, das nämlich online passiert, also weniger Paper als, wie nennt man das, Screen oder so. Und dann auch noch mit ganz spannender Technik gemacht, nämlich einer Technik, die easy ist, wie man sie ökologisch einsetzen sollte. Und dafür haben wir Carsten Strothmann hier. Carsten wollte eigentlich noch zusammen mit Arturi Sanchez Herrero da sein. Wir gratulieren diesem Menschen aber, weil er hat gerade ganz unverhofft ein Kind bekommen. Naja, es sollte im Januar kommen, insofern war es schon erwartet, aber deswegen ist er nicht hier. Carsten selber, der seit 35 Jahren Rollenspielen macht, woran man sieht, dass er also vor seiner Geburt damit angefangen haben muss. Und ansonsten im Brotjob sich mit, naja, Security beschäftigt, wird einen tiefgehenden Einblick uns geben, einiges zeigen, auch Präsentationen machen. Und was ich noch dazu sagen sollte, für die Leute, bei denen Media CCC gerade wieder mal wackelt, weil so viele Denial-of-Service-Attacken da gerade drauflaufen, scheiß Nazis, dass es das auch auf Twitch gibt und über Chaos West streamen und natürlich MediaCCC.de und ja, das mag ich gar nicht auszusprechen, das flüstere ich nur auf YouTube und das soll da ganz gut funktionieren, aber das habe ich nicht gesagt. So, außerdem denkt an die entsprechenden Hashtags, wenn ihr was darüber twittert und oder trötet oder sonst wie, nämlich Lattenzaun RC3-R3S. So funktioniert der Hashtag auf Hackend. Oder Hashtag RC3R3S ohne das Minuszeichen auf Twitter und Mastodon. So, damit habe ich, glaube ich, das Allerwichtigste gesagt. So Buzzwords wie Shadowrun und Midgard brauchen wir hier überhaupt nicht auszusprechen. Da wisst ihr sowieso alle besser Bescheid als ich. Und ja, jetzt bin ich ja mal gespannt und freue mich auf den Vortrag und Screen frei für Carsten Strothmann. Eine Sache noch ganz kurz. Er ist erkältet. Das heißt, wir werden diesen Vortrag nicht wie ursprünglich vorgesehen über 16 Stunden laufen lassen, sondern so nach anderthalb Stunden, zwei ist dann auch wirklich Schluss, weil er die Stimme schonen muss und den Vortrag danach sich auch noch anhören möchte. Also, lieber Carsten, Screen frei for you. Dankeschön, lieber Padelun. Hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Spiele lieber dezentral, das Thema meines kleinen Vortrags und des Workshops anschließend. Ganz vorneweg, ich möchte hier nicht erzählen, dass das, was ich hier mache und das, was unsere Gruppe hier macht, von dem ich euch erzähle, dass das das Beste seit geschnitten Brot ist und dass alle das jetzt so machen müssen, sondern deswegen der Untertitel Inspiration für Online-Pen-and-Paper-Rollenspiele. Gedacht ist es als Inspiration für euch, wenn ihr Online-Pen-and-Paper-Rollenspiele macht, vielleicht doch die eine oder andere Sache vielleicht zu übernehmen und vielleicht auch zu verbessern. Es gibt vieles und verschiedene Arten, wie man Online-Rollenspiele machen kann. So, aber erstmal, was sind denn diese Pen-and-Paper-Rollenspiele? Da geht es um interaktives Geschichtenerzählen. Und das geht entweder mit oder ohne einer Spielleitung. Mit Spielleitung heißt, da gibt es jemanden, der hat sich vorbereitet für den Abend, der hat sich eine Geschichte ausgedacht oder sich eine Geschichte, die jemand anders ausgedacht hat, erstmal reingelesen und führt dann durch die Geschichte. Es gibt aber auch Rollenspiele, die ganz ohne Spielleitung passieren, bei denen die Mitspieler untereinander die Geschichte weiterentwickeln. Und das Ganze gibt es in ganz verschiedenen Genres. Klassischerweise gibt es da die Fantasy. Damit hat das ursprünglich mal in den 70er Jahren angefangen, so Dungeons and Dragons, D&D, aber es gibt auch Science Fiction, Cyberpunk, Urban Fantasy
und Horror und auch noch ganz viele andere Geschichten darüber, daneben und dazwischen. Klassische Pen-and-Paper-Rollenspiele sind zum Beispiel Midgard, Schwarze Auge, ganz bekannt in Deutschland, das amerikanische Dungeons and Dragons oder auch so neuere Geschichten wie Splittermond. Und auch da gibt es bestimmt hunderte andere. Eher neu sind die Erzählspiele, bei denen es weniger auf die Regeln ankommt, sondern mehr, dass man einen schönen Abend erlebt und eine gute Geschichte erzählt. Beispiele dafür sind Ten Candles, Blades in the Dark, Fiasco oder alles, was Powered by the Apocalypse ist, PBTA-Spiele. Und auch diese Liste ist nicht vollständig, sondern da gibt es viel, viel mehr. Ihr seht, das ist ein breites Thema. Klassischerweise, also nicht online, sorry, also klassischerweise, wenn man das offline in der echten Welt spielt, dann hat man 4 bis 8 Teilnehmer, die rund um einen Tisch sitzen, man trifft sich meistens abends oder am Wochenende und dann wird gespielt, mehrere Stunden. In der Regel 3 bis 4 Stunden, aber auch Sessions, die mal 12 Stunden oder 24 Stunden an einem Wochenende gehen, sind keine Seltenheit. Wenn man klassisch spielt, das heißt offline spielt, dann ist alles, was man braucht, Stift und Papier, um sich Sachen aufzuschreiben und je nach Spiel Würfel. Kommen wir jetzt zum Online-Pen-and-Paper-Rollenspiel. Warum möchte man Online-Pen-and-Paper-Rollenspiele haben? Ja, die Hauptmotivation ist, dass man eine Spielrunde findet oder eine bestehende Spielrunde halten möchte. Häufig ist es so, ja, man fängt an zu einer Zeit mit dem Rollenspiel, in dem man noch sehr viel Freizeit hat. So während der Schulzeit oder während des Studiums. Und man hat eine Gruppe, man hat Freunde gefunden und man spielt längere Zeit. Aber dann verteilt sich die Gruppe über ganz Deutschland oder möglicherweise sogar über die Welt. Und man möchte aber trotzdem weiterspielen. Ja, wenn der eine in Hamburg ist und die andere in München, dann klappt es halt schlecht, dass man sich abends mal eben schnell trifft. Online ist das alles möglich. Eine weitere Motivation ist, dass man online auch Spielerinnen für exotische Spiele findet. Das heißt also Spiele, die so nicht wirklich Mainstream sind, wo es möglicherweise gar nicht so viele Interessenten gibt. Und wenn es vielleicht in ganz Deutschland 20 Leute gibt, die sich für dieses eine Genre oder dieses eine Regelsystem interessieren, dann ist es schwer, die im heimischen Dorf zu finden. Online aber durchaus möglich. Das Online-Spielen ermöglicht einem auch sehr flexible Spielzeiten. Man hat keine Anreisen, das ist auch noch umweltschonend und man kann das viel besser mit Familie und Kinder in Einklang bringen als dieses klassische, wo man sich abends trifft. Naja, es ist zeiteffektiv, man hat keine An- und Abreise und es ist pandemiesicher, ganz wichtig dieses Jahr. Deswegen gibt es auch schon etliche sogenannte Rollenspielplattformen. Roll20, Astral, Beyond Tabletop und Discord. Wobei Discord eher ein generischer Chat und Zusatzfunktionen sind, aber bei Rollenspielern sehr beliebt ist. Und des Weiteren gibt es solche Plattformen, die einem dabei unterstützen, Online-Rollenspiele zu spielen. Kommen wir gleich dazu, was das Problem mit den Plattformen, ja genau hier, was ist das Problem mit diesen Plattformen? Und das ist jetzt meine private Sicht, meine persönliche Sicht aus der Sicht eines Spielleiters. Diese Plattformen bieten sehr, sehr viele Funktionen, sind schön aufgemacht, haben eine schöne Grafik, bieten eine schöne Karte an, bei denen man zeigen kann, wo in der Spielwelt man sich befindet. Und ich finde aber, das lenkt die Spieler sehr stark ab oder es kann sich stark ablenken. Das Rollenspiel, so wie wir das bei uns in der Gruppe spielen, hat einen starken Schwerpunkt auf das Erzählen der Geschichte und die Bilder, die sollen in den Köpfen der Mitspieler entstehen. Und je weniger Ablenkung die Spieler dabei haben, desto besser ist das. Die ganzen Plattformen, die konkurrieren miteinander. Und daher versuchen die Plattformen, möglichst viele Features auch in ihre Plattformen einzubauen. Was dann dazu führt, dass
diese Plattformen zum Teil überladen sind mit Funktionen, die komplex werden, schwierig für den Spielleiter und auch für die Spieler, sich da überhaupt durchzufinden und die wichtigen Funktionen zu finden. Naja, so der Betrieb so einer Plattform kostet Geld. Die Betreiber hinter den Plattformen wollen irgendwann auch das Geld wieder zurückhaben von den Spielleitern, von den Spielern. Und deswegen passiert es, dass einige dieser Plattformen auch Geld kosten. Feature Phase-Out. Es kann passieren, dass bestimmte Features nicht gut angekommen sind bei dem Rest der Spieler, aber man vielleicht selber dieses Feature benutzt hat. Weil es aber nicht gut angekommen ist bei dem Rest der Teilnehmer, der Kunden dieser Plattformen, wird es vielleicht wieder rausgeworfen aus der Plattform und man kann als normaler Benutzer da nichts gegen machen. Und plötzlich fehlt einem dieses Feature, man kriegt es nicht wieder. Selten sind diese Plattformen vom Benutzer erweiterbar. Das heißt, es werden zwar so die Regelwerke der gängigen Pen-and-Paper-Rollenspiele mitgeliefert, aber wenn man eigene Hausregeln hat, die abweichend sind von den Standardregeln, dann lassen sie sich zum Teil schwer einbauen in diese Plattformen. Naja, und es gibt die Gefahr, dass eine Plattform ganz verschwindet. Man hat sich vielleicht daran gewöhnt, man hat länger daran gespielt und dann verschwindet die Plattform und man muss ganz umziehen, sich komplett auf was Neues einlassen. Und da besteht die Gefahr, gerade wenn das inmitten einer längeren Rollenspielkampagne passiert, bei unseren Kampagnen, die wir spielen, das heißt, eine Kampagne sind mehrere Sitzungen an verschiedenen Tagen hintereinander. So eine Kampagne kann durchaus schon mal ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern. Und wenn das mitten in dieser Kampagne passiert, besteht die Gefahr, dass die Gruppe dann auseinanderfällt, weil es zu viel Aufwand ist, sich nochmal in eine neue Plattform einzuarbeiten. Das sind alles die Probleme, die ich so sehe mit diesen Plattformen und was die Motivation war, etwas anderes zu suchen. Wir haben dann geschaut auf Self-Hosted Virtual Tabletop-Systeme, das heißt Systeme, die nicht für einen gehostet werden, sondern die man selber hosten kann. Eins, was ich mir angeschaut habe und bei dem ich gerade als Spieler selber mitspiele, ist das Foundry Virtual Tabletop. Das funktioniert ganz gut, ist aber leider kein Open Source. Das heißt, man hat da keine Kontrolle über die Features, kann nicht selber mal in den Quellcode reingreifen und eigene Änderungen machen. Und auch hier, falls die Firma, die dahinter steht, irgendwann das Interesse daran verliert, kann es sein, dass diese Software verschwindet. Und es hat relativ hohe Ressourcenanforderungen. Also ich habe versucht, das auf einem bisschen älteren Laptop zu spielen. Ein bisschen älter war ein Intel i5 mit 4 Kernen und 8 GB Hauptspeicher. Und der ist in die Knie gegangen dabei. Insbesondere, weil Videostreams von den beteiligten Spielern gestreamt worden sind und auch die Karten real-time berechnet worden sind im Browser mit JavaScript. Und das hat halt sehr hohe Ressourcenanforderungen. Wenn man oft unterwegs ist, vielleicht auch in Hotels übernachtet, aber trotzdem dann an den Spielrunden teilnehmen möchte, wie mir das hin und wieder passiert, dann ist das vielleicht auch zu hoch, weil man nicht immer so einen wirklich starken Rechner mit dabei hat und auch das WLAN im Hotel nicht immer die Bandbreite bietet, die man dafür braucht. Dann gibt es noch einige Open-Source Virtual Tabletop-Systeme. Viele davon sind leider schlecht gepflegt. Das heißt, sie sind einmal irgendwie online gestellt worden auf GitHub. Dann gab es aber nie weitere Commits dazu. Häufig sind diese Systeme ein Konglomerat aus zusammengestöpselter Software, so Node.js mit Ruby und anderen Geschichten dazwischen, ein Quäntchen Go dabei an der Seite. Und das Ganze ist so weit programmiert worden, dass es einmal startete oder so startete, aber es ist nicht wirklich sicher und auch wirklich schwer zu betreuen. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, sucht man sich einen Wolf, wo denn der Fehler liegt. Und diese Software, die Entwickler dieser Software versuchen die Probleme häufig auf der Client-Seite in JavaScript zu lösen, was relativ komplex ist aus meiner Sicht, weil ich auch nicht so der JavaScript-Mensch bin, mag daran liegen, schwer zu warten und man hat immer diese Probleme mit der Browser-Kompatibilität.
Also auch nicht ideal, diese self-hosted Virtual Tabletop-System. Kommen wir zu unserem Setup. Und wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass das das Beste seit geschnitten Brot ist, sondern das hier ist eine Idee, von denen ihr einfach Inspiration nehmen könnt. Und wenn ihr wollt, benutzt es selber. Ihr könnt mich auch später anschreiben und ich kann euch gerne helfen, so ein System auch aufzusetzen und euch ein paar Tipps zu geben. So, für Audio und Video benutzen wir hauptsächlich Mumble. Das ist eine Open-Source Audio-Chat-Software. Als Alternative haben wir manchmal auch Jitsi genommen oder BigBlueButton, zum Beispiel den hervorragenden Dienst von den Senfcall-Leuten. Alles das ist Open-Source und kann selber gehostet werden. Damit haben wir also hauptsächlich unseren Audio-Stream gemacht. Das heißt, dass wir uns über Mikrofon, über Headset unterhalten können während des Spiels. Für den Chat, das heißt für das schriftliche Unterhalten, benutzen wir Jabber, das XMPP-Protokoll, insbesondere hier den Prosody-Server in Lua geschrieben. Und in dem Chat, da machen wir das Gruppenchat. Das heißt, alle Textnachrichten, die an die gesamte Gruppe gehen, an alle Mitspieler gehen, die gehen über diesen Jabber XMPP-Chat. Und auch das Würfeln passiert dort mit Hilfe von einer Software, die heißt Decide Mode. Die werde ich gleich nochmal im Detail vorstellen. Wenn wir 1:1-Chat brauchen, zum Beispiel wenn der Spielleiter sich mal einen Spieler oder eine Spielerin zur Seite nehmen möchte, um etwas zu besprechen, was die anderen Spieler nicht mitbekommen sollen, dann hat sich gezeigt, dass das einfacher im Mumble oder im Jitsi oder im BigBlueButton geht. Auch hier alles, was wir hier benutzen, ist Open Source. So, Würfeln. Wenn man Rollenspiele spielt, dann muss man hin und wieder auch mal würfeln. Nicht bei allen Spielen, aber in den meisten Spielen ist das so. Und im Emacs, dem wunderbaren Textbetriebssystem, gibt es einen Decide-Mode. Das ist ein Stückchen Emacs-List-Software, die man sich über den Paketmanager vom Emacs nachladen kann. Und der ermöglicht es einem, im Emacs zu würfeln. Und ich werde das hinterher im Workshop-Teil dieser Präsentation dann auch mal vorführen, wie das aussieht. Hier seht ihr den Link zu dem offiziellen Repository vom Decide Mode und ich habe noch ein eigenes kleines Repository, wo ich meine privaten Modifikationen drin habe, zum Beispiel für Shadowrun Anarchy, für die speziellen Würfel da drin. Das Schöne ist, dass Anpassungen hier möglich sind, wenn man ein Rollenspiel hat, ein Regelwerk hat, das ungewöhnlich ist, spezielle Würfe benutzt, kann man das ohne weiteres anpassen. Ich habe vorher auch kein Emacs-List programmieren können. Ich habe mir das einmal angeguckt, habe ein bisschen rumprobiert und konnte dann ja innerhalb von 2-3 Stunden dort Änderungen machen. Das ging ganz gut. Auch hier alles Open Source. Ihr seht, da ist eine rote Linie drin. Ich muss mich mal gerade räuspern. Kleinen Moment. So, ich hoffe, das habt ihr nicht gehört und die Räuspertaste hat funktioniert. Spielerbögen. Spielerbögen sind die Bögen, die man normalerweise als Spieler vor sich liegen hat, wo die Statistiken drauf sind. Ja, wie viele Lebenspunkte hat man noch? Wie viel Stärke hat denn die eigene Figur und so weiter? Welche Waffe trägt man mit sich rum? Das wird auch im Emacs gemacht bei uns mit dem Emacs Org Mode. Das macht der Spielleiter hauptsächlich. Alles ist in einem reinen ASCII oder UTF-8 Text gespeichert. Erlaubt einen einfachen HTML-Export. Das ist bei uns so gemacht, dass wenn immer der Spielleiter an den Bögen etwas ändert, wird automatisch im Hintergrund gespeichert und ein HTML-Export gemacht. Die Teilnehmer, die Mitspieler können sich jederzeit mit dem Webbrowser einfach die Webseite angucken und sehen dann die Statistiken. Auch das zeige ich gleich mal. Die volle Emacs-Magie ist auch in dem Org-Mode verfügbar. Das heißt, das Würfeln mit dem Decide-Mode geht auch in dem Org-Mode drin, wenn das möglich sein sollte, notwendig sein sollte. Man kann Tabellen erzeugen mit Berechnungen. Das heißt, man hat ein komplettes Spreadsheet in dem Org-Mode drin. Es gibt sogenannte Tick-Off-Checkboxen.
Wenn man zum Beispiel Stresslevel oder ähnliches markieren möchte, kann man das sehr einfach machen. Man kann Makros aufnehmen für bestimmte Sachen. Zum Beispiel hat der Zauberer bei uns in der Gruppe für seine Zauberer halt Makros hinterlegt. Er muss nicht großartig im Regelwerk nachschlagen, wenn er einen Feuerball werfen muss, möchte, sondern er hat halt das Makro abgespeichert und das weiß dann genau, welche Würfel zu würfeln sind und welche Modifikationen darauf kommen. Man kann das Ganze noch weiter mit Emacs-Listen automatisieren. Zum Beispiel so, dass wenn bestimmte Würfelwürfe passieren, dass dann automatisch die Statistiken auf den Spielerbögen aktualisiert werden. Und hatte ich schon gesagt, alles Open Source. Das Ganze ist jetzt bei uns seit 4 Jahren in Benutzung und wir haben eine Gruppe von derzeit 7 Leuten. Davon würde ich sagen, sind 3 Leute Techies, die sich tiefer mit PCs und Betriebssystemen und Linux und solchen Sachen auseinandersetzen. Aber 4 davon von den 7 sind überhaupt nicht Techies, sondern arbeiten in nicht technischen Berufen, arbeiten mit Windows-Rechnern und für die ist halt das Internet der Webbrowser, auch für die funktioniert das hervorragend. Das Ganze ist schlank und funktioniert auch im Hotel-WLAN mit einem alten Laptop. Und die Regelwerke, die wir bisher gespielt haben, sind Numenera, Fate, Beyond the Wall, Shadowrun Anarchy und derzeit spielen wir Midgard. So, und dann kommen wir zum ersten Stopppunkt hier. Schauen wir mal nach, ob es schon Fragen gibt auf den verschiedenen Kanälen. Ich rufe Padelun. Hörst du mich? Siehst du irgendwo Fragen? Ja, ich sehe tatsächlich Fragen, lieber Carsten. Moment, das muss ich mal. Ich habe es nicht so elegant mit Räuspertaste gemacht wie du. Und zwar genau eine Frage habe ich hier, nämlich die Frage aller Fragen. Wenn ich irgendwas Hübsches gemacht habe, wie finde ich dann außerhalb proprietärer Plattformen überhaupt Mitspielerinnen, Mitspieler oder Gruppen, die dann halt da mitarbeiten wollen? Oh, da gibt's mehrere Webseiten in Deutschland. Die Zwergenzwinger heißt, glaube ich, eine. Süß. Dort gibt es im Grunde Suche und Finde. Das heißt, da kann man sich anmelden. Das sind halt so Forensoftware. Nichts Schlimmes an sich. Von irgendwelchen Leuten auch selbst gehostet. Und da kann man reinschreiben, ich suche eine Spielrunde zum Thema Midgard oder ich suche eine Spielrunde zum Thema Shadowrun. Aber auch man kann sagen, hey, ich bin Spielleiter und ich würde ganz gerne mal mein eigenes Spielsystem anbieten. Wer hat Interesse? Das heißt, man macht einen neuen Forum-Thread auf und dann melden sich in der Regel schon Leute, weil da bundesweit und wahrscheinlich Österreich und Schweiz dazu mehrere tausend Leute da mitlesen, die selber auf der Suche sind nach Mitspielern. Die Zwergenzwinge ist jetzt ein Beispiel, da gibt es aber noch 2, 3 andere solche Foren im deutschsprachigen Raum. Jui, das klingt nett. Ich habe so für mich selber überlegt, das Ganze ist ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, machst du ja komplett for fun. Also du machst damit kein Geld. Du hast auch erwähnt, dass du die Monetarisierung bei Spielen halt irgendwie ungut findest. Ich selber spiele ja nicht. Ne? Ich bin ja total ernster Mensch und ich finde, Excel ist ein tolles Abenteuerspiel und Word, nein, nicht Word, aber das LibreOffice und LibreCalc und so weiter. Ich stelle mir trotzdem vor, wenn jetzt nicht nur ein paar tausend Leute so eine Plattform nutzen, sondern Millionen oder Milliarden, dann muss es ja doch ein bisschen monetarisiert werden. Hast du da auch mal drüber nachgedacht, wie man das tun kann? Also ich zum Beispiel mag es auch einfach, den Leuten, die mir was zur Verfügung stellen, was mir Spaß macht, auch was zurückgeben zu können. Und das mit so ein bisschen Geld ist ja oft das Einfachste. Wenn man näher zusammenrücken will, kann man mitarbeiten, aber ich kann nicht überall mitarbeiten. Also ist Geld eine ganz nette Angelegenheit. Kannst du dir denn auch vorstellen, dass es da auch ein Geschäftsmodell in Anführungszeichen geben kann, dass eben dann auch bei sowas, auf was so ehrenamtlich gemacht wird, das auch weiter funktioniert, wenn du vor den Bus läufst? Erstmal stöpsel ich ja auch nur fertige Software zusammen bei dem, was ich hier vorstelle. Ja, also sowas wie den Java-Server, den Emacs, der ist ja nicht von mir. Auch das Decide-Mode ist nicht von mir.
sondern es sind verschiedene Komponenten, die zusammengestöpselt worden sind. Ich möchte auch dieses System nicht anbieten, sondern ich möchte die Leute draußen motivieren, selber zu hosten, sich selber einen Rechner zu besorgen bei einem der Rechenzentren, die es gibt, und das dann selber zu installieren. Das ist nicht schwer. Das habe ich heute gerade für diesen Workshop gemacht. Das hat mich ja knapp 4 Stunden gekostet, das alles so weit aufzusetzen, dass es funktioniert. Ich habe es noch ein bisschen getuned dabei und möchte gleich auch die Zuhörer, Zuschauer einladen, dort mal drauf zu gehen, um das selber auszuprobieren. Und ja, werde das dann hier zeigen. Monetarisierung, ich bin nicht generell dagegen, dass mit Software, auch Open Source Software, Geld verdient wird. Bei den Plattformen ist die Problematik so, wenn das hauptsächlich Ziel ist, Geld zu verdienen, dann sind natürlich einige Entscheidungen dahinter immer Business-Entscheidungen. Und das sind nicht, manchmal sind dann nicht die Entscheidungen, die auch im Sinne der Kunden sind. Und das ist manchmal problematisch oder wäre für mich problematisch. Da ich noch keine weitere andere Frage sehe, frage ich jetzt noch mal weiter. Also ist eigentlich die Intention, die du mit diesem Vortrag hast, ist, Leuten zu sagen, guck mal, man kann sich da Zeug zusammenstellen. Ich habe da auch ein Paket zusammengestellt und habe Empfehlungen. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel einer Oberschulklasse. Da kann sich der Klassennerd damit beliebt machen, dass er auf seinem vorhandenen Server das aufsetzt und er dort mit seinen Schulkameradinnen und Schulkameraden das dann spielen kann. Und die in der Nachbarschule machen ihren eigenen Server, also dass sich das auf diese Art spreadet. Ja, und genau. Und das in kleinen Gruppen bleibt. Das kann in kleinen Gruppen bleiben, weil aber die Technik dahinter ein Java-Server ist, der ja von Hause aus auch dezentral und föderiert funktioniert, ist es halt möglich, dass sich diese Gruppen auch irgendwann zusammenschließen. Und dann, wenn sich zwei Leute aus der Schule 1 und drei Leute aus der Schule 2 sagen, hey, wir wollen jetzt mal dieses andere Spiel probieren, dann können sie das einfach tun, müssen eigentlich keine neuen Accounts anmachen, sondern müssen bei der Anmeldung nur angeben, an welchen Java-Server sie sich anbinden wollen. Gut, okay, dann haben wir das ich denke, sehr ausgiebig meine Frage hier besprochen. Es ist jetzt noch von den Signal Angels keine weitere Frage reingekommen. Und dann würde ich einfach sagen, falls du nicht selber eine Frage an das Publikum stellen möchtest, die sie dann über die Signal Angels beantworten können, dann würde ich sagen, mach einfach mit Teil 2 deiner Ausführung weiter. Ja, und da kommen wahrscheinlich dann auch noch Fragen dazu. Also, was ist Teil 2? Erkläre ich erstmal gerade. Ich habe so ein System, wie wir das benutzen, aufgesetzt, auf dem wir jetzt gleich rumspielen können. Ich werde keine richtige Rollenspielsitzung leiten können, weil dafür ist meine Stimme einfach zu kaputt. Und dafür müsste ich jetzt zu häufig husten und räuspern und so weiter. Aber ihr könnt euch draußen, die ihr zuhört und zuschaut, könnt euch auf den Server verbinden. Da gibt es eine Webseite, die erklärt, wie man sich anmeldet, mit welchen Benutzernamen man reingeht, welches Passwort man benutzt. Und dann ist man drin. Ich werde mich auch anmelden und wir werden dann alle gemeinsam in diesem System sein und können dann würfeln. Ich werde erklären, wie das mit dem Würfeln funktioniert, wie man sich Nachrichten schickt. Aber Achtung, ihr seid dann alle wenigstens vom Chat her im Stream. Das heißt, beachtet bitte, dass das, was ihr dort eventuell postet, dass das auch im Stream sichtbar ist. Und bitte das nicht als Aufforderung benutzen, irgendwelchen Quatsch zu machen hier. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Jetzt ist aber gerade doch noch schnell eine Frage reingekommen. Wollen wir die gerade noch dazwischen nehmen? Während ja, gerne. Alle noch ungeduldig darauf warten, dass sie wissen, wo sie sich hin connecten sollen. Und zwar gibt es Alternativen zu Emacs. Weniger komplex. Kannst du die so beantworten, ohne dass wir es jetzt gleich zu Glaubenskriegen im Studio kommt? Ja, also wir benutzen Emacs für das Chat und für das Würfeln. Für das Chat, da gibt es sicherlich andere Lösungen.
Text- oder grafikbasierte Chatlösungen auf Java-Basis funktionieren da wunderbar. Die Frage ist, wie man dort das Würfeln reinbringt. Ich hatte ursprünglich überlegt, ob ich diese Würfelfunktionalität über einen Chatbot realisiere. Das heißt, dass man einfach einen speziellen Bot anchattet, dem sagt, welche Würfel man würfeln möchte, und der antwortet dann mit dem Ergebnis des Würfelwurfs. Das ist halt dann ohne Emacs, und das müsste man auf dem Java-Server seitig implementieren. Das geht bestimmt auch. Mir hat dann die Emacs-Lösung besser gefallen und war einfacher zu implementieren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man mit dem Prosody-Java-Server oder auch anderen Java-Servern das auf Server-Seite implementieren kann. Das Schreiben der Spielerbögen, das lässt sich mit jedem Texteditor machen, der irgendwie nach HTML exportieren kann. Das geht mit dem VI und dem Vim wahrscheinlich genauso gut, oder Visual Studio von Microsoft oder irgendwelchen anderen Editoren, die das auch können. Und ja, LibreOffice könnte man auch benutzen. Ja, gut, also wunderbar. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gut, das klingt sehr frei. Richard Stallman wäre glücklich. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu der angekündigten. Lasst uns mal selber Knöpfchen drücken. Ja, noch eine Sache dazu. Im Grunde sind es ja Ideen, und die Ideen können unterschiedlich implementiert werden. Die hängen nicht an einer bestimmten Software, sondern man kann die Ideen nehmen, auch vielleicht weiterspinnen und sich dann eine Software suchen, mit der man diese Ideen realisieren kann. Nichts anderes haben wir gemacht. Ja, ich weiß, dass ein guter Freund von mir zuguckt, und ich bin gespannt, was er von dem Vortrag dann von dir, dann, ich bin sicher, er wird dann gleich einen Server bei Digital Courage auch aufsetzen wollen. Mal schauen, was das wird. Na, hallo Lars. Ja. So, die Webseite, wo ihr die Instruktionen findet, ist rc3.shadowland.network. Die steht jetzt hier noch, und ich lasse die jetzt noch hier eine Minute oder zwei stehen, werde dann aber gleich selber umschalten auf diese Seite, um euch zu zeigen, wie das aussieht. Und hoffe, dass bis dahin der Server den Ansturm der mehreren Millionen Leute ausgehalten hat. Bis jetzt hält es aus. Ich bin auf einem zweiten Gerät, und auf dem Schirm sehe ich jetzt Spiele lieber dezentral. Wunderbar. Dann klicke ich jetzt mal hier drauf. Ich hoffe, dass das weiterhin noch im Stream sollte sein. Und hier oben haben wir die URL. Das Ganze funktioniert über eine Technik, die gibt es in moderneren Linux-Systemen. Die nennt sich Cockpit. Das Cockpit ist eigentlich eine Fernadministrationssoftware über Browser. Die haben wir abgestrippt, sodass nur noch eine Komponente, nämlich das Terminal im Browser, funktionsfähig ist. Der Account, da gibt es neun Accounts, nämlich Spieler 01 bis Spieler 09, und Passwort ist RC3. Und ich gehe mal hier drauf. So sieht das Ganze aus. Das ist jetzt ein Fedora-Server. Das geht aber auch mit Ubuntu, mit Debian, mit Red Hat und CentOS und mit anderen Linux-Varianten, also Arch Linux oder so weiter. Sollte das genauso funktionieren. Ich nehme mal den Spieler 09 und melde mich hier an. Ah, das liegt hier an dem Browser. Kleinen Moment. Da muss ich doch jetzt mal gerade umswitchen. Ja, das sind die Momente, wo man hilfreich zur Seite springt und beruhigende Worte auf den Menschen, der verzweifelt am Rechner sitzt und denkt, scheiße, vorhin hat es noch funktioniert, alles war super, und jetzt, da geht es wieder weiter. So, seht ihr jetzt, oder Paulun, siehst du jetzt da die Fedora-Anmeldemaske nochmal? Ja, die sehe ich. Gut, dann probiere ich nochmal, mich jetzt anzumelden. Spieler 09, C3. Gucken, ob das hier besser klappt. Sieht ja, gut aus. Ja, überträgt schon was. Ja, sieht besser aus. Jetzt kommt das Terminal.
Und da bin ich schon drin und da ist jemand anders auch schon drin mit mir. Da haben schon einige Leute was getippt. So ganz wichtig ist, wenn man was tippen will, muss man immer unterhalb dieser drei Minusstriche bleiben. Sonst klappt es nicht. Ne? Ich kann jetzt hier also einfach chatten, Hallo schreiben. Ja, Spieler 07 hat eben Hallo Test geschrieben. Ja, und andere Leute sind jetzt auch mit mir da drauf. Das sehe ich jetzt alle. Hier oben rechts kann man die Farben auswählen. Derzeit ist das Ganze in Schwarz. Wenn ich lieber ein lebensbejahender Mensch bin, dann kann ich mir das auf Light oder Weiß stellen. Ja, so, das Würfeln. Da würfeln schon einige Leute. Würfeln fängt man mit dem Fragezeichen an. Und zwar mache ich mal gerade die Hilfeseite hier weg. Und zwar Fragezeichen 20 zum Beispiel ist ein 20-seitiger Würfel, den man dann gewürfelt hat. Fragezeichen 6 wäre ein 6-seitiger Würfel. Fragezeichen 8 wäre ein 8-seitiger Würfel. Man hat also bei diesen Rollenspielen bei einigen so ganz spezielle Würfel, die halt unterschiedliche Seiten haben. Man kann auch einen sogenannten 100-seitigen Würfel würfeln. Das macht mit Fragezeichen Prozent. Hier hat jetzt jemand einen 6DS gewürfelt und einen 4DS. Das sind sogenannte Shadowrun-Würfe, die für das Spiel Shadowrun Anarchy benutzt werden. Bei Shadowrun Anarchy wird ein Pool von Würfeln, Pool von sechsseitigen Würfeln gewürfelt. Und wichtig sind dann die Würfel, die 5 und 6 als Ergebnis angezeigt haben. Nur die werden gezählt und die Summe der Würfel, die 5 oder 6 zeigen, das ist dann das Würfelergebnis. Und das rechnet hier entsprechend das Decide-Mode auch schon selber aus. Sehen wir bei dem 3DS minus plus plus ist eine 2. Ja, man kann über Decide-Mode auch sich Entscheidungen, Ja-Nein-Entscheidungen auswürfeln lassen oder auch Orientierung. Das heißt, wenn man in einem Dungeon ist und nicht weiß, soll man rechts oder links gehen, kann man auch das Decide-Mode fragen und der sagt einem dann rechts oder links, Osten oder Westen. Aha. Entschuldigung, mein Kommentar. Ich fühle mich etwas überfordert noch. Okay, sind noch Fragen schon mal reingekommen? Ah, Ort-Mode. Ja, hast du auch Fragen? Padelun, hattest du eine Frage? Ah ja, ich wollte dir eine vorlesen, aber ich dachte, du hättest auf irgendeinem anderen Kanal auch schon eine Frage bekommen. Ja, hier kam in dem Chat eine Frage, aber die nehme ich hinter deiner. Okay, ich habe hier vom Signal Angel eine Frage, gibt und nämlich die Frage, die ich dann auch hatte und die dich lächeln lassen wird. Gibt es grafische Lösungen für Maps? Auf Roll 20 kann man ja zum Beispiel seine Spielfigürchen rumschieben. Das benutzen wir sehr, sehr selten, haben wir aber auch schon mal benutzt. Und zwar haben wir das dann im Jitsi oder im Big Blue Button gemacht. In der Art, dass ich dann eine normale Anwendung benutzt habe. Das heißt, ich habe unter Linux das Krita benutzt, also eine grafische Zeichenanwendung. Und da gibt es aber auch spezielle Map-Anwendungen schon für Rollenspiele, die man benutzen kann. Und da gibt es auch Open-Source-Anwendungen. Die gibt man dann frei. Und gut, dort, gerade im Big Blue Button, ist es dann auch möglich, dass alle Teilnehmer gemeinsam da reinmalen und anzeigen. Das ist jetzt nicht so komfortabel wie im Roll20. Muss ich zugeben. Und wer sehr stark auf Karten und auf die Bewegung auf der Karte Wert legt, der wird mit einer grafischen Lösung wie Roll20 oder VTTT, was ich auch in der Präsentation hatte, wird da glücklicher mit sein. So, wie wird der Ork-Mode benutzt?
Da gab es ja eine Frage. Ich log mich mal hier kurz aus dem Spieler. Und log mich mal als ganz normaler Benutzer ein. Toll, man merkt daran, dass Leute beim Eintippen ihr Passwort nicht mitmurmeln, dass sie einfach Profis sind, was Online-Präsentationen betrifft. Ja. Man sollte auch keine Passwörter benutzen, die man sonst irgendwo benutzt, selbst wenn man sie nicht mitmurmelt. So, das ich lese gerade im Chat, dass der Ton weg sein soll. Okay. Kann man das verifizieren? Ich höre dich noch. Ich höre dich auch bestens, aber hier auf deinem Chat wieder da. Okay, wir können weitermachen. Oh, wunderbar. So, also ich stelle mal hier die Helligkeit auf irgendwie Dark, weil dann sieht man das besser. So, das hier ist jetzt die Webseite, die wir eben gesehen haben, wo das Würfeln erklärt ist. Und hier gibt es jetzt diese Links zu den Hauptdarstellern. Das sind zwei Beispiele für Spieler-Dokumente. Die sind auch im Org-Mode geschrieben. Und ich lade da gerade mal einen rein. So. Und vielleicht, damit das besser sichtbar ist, gehe ich auch hier nochmal auf die Webseite. Weil dann sieht man gleich, wenn ich Änderungen mache, wie das aussieht. So, ich gehe auf Hauptdarsteller und auf den Gavin Gladwell. So sieht er aus. Das ist halt einer der Figuren, die da mitspielt. Und dann gibt es hier unter Aptitudes Statistiken über diese Person. Und je nach Rollenspiel sind das halt andere Statistiken. Hier ist halt sowas wie Wille, Intelligenz, Kondition und so weiter drin. Und das ist so aufgeführt, dass vorne der Standardwert und hinter dem Schrägstrich der aktuelle Wert steht. Und derzeit sind alle Werte hier auf den Standardwert, ja, 30, 30, 10, 10, 20, 20. Jetzt gehe ich gerade als Spielleiter, habe ich das im Hintergrund offen, habe ich hier diese Werte und ändere jetzt hier mal den Wert int von 20 auf 15. Ups. Ja, dann erstmal wird in Emacs mir das schon farblich angezeigt, dass es hier einen Wert gibt, der von dem Standard abweicht. Ich exportiere das. Das geht in unserer Hauptproduktionsplattform auch automatisch. Das heißt, sobald ich dort was geändert habe und eine Sekunde lang keine Taste drücke, wird im Hintergrund gespeichert und nach HTML exportiert. Als Spieler kann ich das dann gar nicht vergessen. Wenn ich jetzt hier wieder auf die Webseite gehe und einen Reload mache, dann sieht man hier, hat sich der Wert gleich geändert. Das heißt, wenn irgendwas im Spiel passiert, ein Spielercharakter verletzt wird, ein Zauber daneben geht oder sowas, als Spielleiter ändere ich im Hintergrund das Dokument. Meistens während ich erzähle oder während die Spieler untereinander etwas diskutieren. Es wird automatisch exportiert und die Spieler können durch einen Refresh immer ihre aktuellen Werte sehen. Weiter unten haben wir hier so einen Zustandsmonitor. Entschuldigung. Und der gibt an, wie viel Schaden man genommen hat, körperlichen und geistigen Schaden. Und dahinter die Minuswerte geben an, wie viel Mali, das heißt, wie viel schwieriger bestimmte Aktionen sind, wenn man halt körperlichen oder geistigen Schaden schon bekommen hat. Und das funktioniert so. Ich gehe jetzt mal wieder in das Dokument. Da gibt es hier auch dieses Zustandsmonitor. Und das ist ein einfaches ASCII
Dokument, wo hier einfach mit eckigen Klammern solche Felder gemacht worden sind. Und ich gehe einfach in die Felder rein und drücke zweimal Ctrl-C. Und wenn ich das mache, erscheint da drin ein X und oben wird automatisch die Anzahl der Punkte mitgezählt. Also jetzt haben wir schon 3 körperliche Schadenspunkte von 10 maximal möglichen. Ich exportiere das, gehe wieder auf die Webseite, mache einen Reload und es erscheint automatisch auf der Webseite. Und man sieht das hier auf der rechten Seite im Inhaltsverzeichnis dann auch gleich reflektiert. Das heißt, man muss gar nicht, wenn man auf einem anderen in einem anderen Bereich dieses Dokumentes gerade ist, man kann auch direkt auf den Zustandsmonitor, auf ins Inhaltsverzeichnis gucken und sieht, ich habe 3 von 10 möglichen Schadenspunkten da drin. Weiter unten gibt es dann noch sogenannten Fluff-Text, Hintergrundinformationen zu dieser Spielfigur, wer sie ist, wie man sie spielen kann. Das sind Sachen, die am Anfang gebraucht werden, die sich vielleicht ein Spieler zum Anfang einer Sitzung nochmal durchlesen will, die dann aber im Laufe des Spiels eher seltener gebraucht werden. Das sind dann eher die Werte, die weiter oben stehen, die dann regelmäßig benutzt werden. So, ich gehe nochmal hier in den Gruppenchat rein. Und schau mal, ob da noch irgendwelche Meldungen drin waren, irgendwelche Fragen. Ja, da war das mit dem Ton. Ja, ich kann dir aber auch schon Fragen weitergeben. Ja, bitte mach mal. So, also einmal habe ich eine Meldung bekommen, dass es natürlich auch Würfel online gibt, mit denen man wunderbar würfeln kann. Und dass er grafisch ist, metstübchen.de, allerdings mit Ü geschrieben. Deshalb ist die Domain, sieht auf den ersten Blick nicht so einfach aus. Dort gibt es eine Würfellösung. Dann eine ganz tolle Frage. Hast du Tipps, um die digitale Runde genauso spaßig zu machen wie analog? Und zwar jetzt außer, dass man nach jedem Zug einen Korn treten muss. Also ich hatte festgestellt, dass gerade zu Anfang Spieler, die lange Zeit klassisch Präsenzrollenspiele gemacht haben, die jetzt die Vorbehalte hatten, dass sie gerade Vorbehalte hatten, dass sich die Spieler zu sehr ablenken lassen, weil sie ja zu Hause im Kämmerlein am Computer sitzen und bestimmt andere Sachen machen könnten. Aber genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wir haben festgestellt, dass die Leute, wenn sie Online-Rollenspiele machen, viel mehr bei der Sache sind, sich viel besser konzentrieren. Was man nicht so einfach mitkriegt als Spielleiter, was wir auch schon gehabt haben, es gibt halt Leute, die im Schichtdienst arbeiten, einen schweren Tag gehabt haben und dann im Laufe einer Rollenspielrunde vielleicht mal einfach wegnicken und dann nicht mehr antworten. Wenn man am Tisch sitzt, sieht man das, dass das passiert. Da muss man aufpassen bei einer Online-Runde und hin und wieder nachfragen. Da ist es auch ganz gut als Spielleiter, dass man sich für den Abend vorher einen Plan macht, dass jeder Spieler auf jeden Fall eine große Aktion hat, eine Aktion, wo er richtig zeigen kann, was er kann, was seine Figur kann, wo er richtig im Licht steht, aber auch, dass man so alle mindestens einmal in der Viertelstunde alle anpingt und einen Feedback einholt. Was wir auch machen ist, dass wir am Ende der Runde immer so 5 Minuten kurz sprechen, was ist gut gelaufen, was könnte man noch verbessern. Sowohl an der Technik als auch am Spiel selber. Und das ist meistens sehr positive Kritik. Die geht an den Spielleiter, die geht aber auch an die anderen Spieler. Apropos Husten. Was kann man noch machen? Ja. Apropos Husten, ich sehe gerade, der IRC und die Engel wünschen gute Besserung. Das wollte ich dann mal dazwischen schieben. Ja. Gib dem Mann einen Kamillentee. Ich komme so schnell nicht an die Räuspertaste. Was wir auch schon gemacht haben, was aber sehr viel Arbeit ist,
Und zwar, wenn man nicht regelmäßig zum Spielen kommt, sondern mal 2-3 Wochen dazwischen sind, mit dem Mumble kann man eine ganze Sitzung mitschneiden. Das ist natürlich schön, wenn das eine Gruppe ist, die sich untereinander vertraut. Und dann hat ein Mitspieler die Arbeit gemacht und hat so eine 3-4 Stunden Audiositzung auf 10 Minuten zusammengeschnitten. Hat also eine 10 Minuten Audiodatei gemacht, bei der die wichtigsten Sachen der letzten Sitzung drin waren. Und die wurde dann am Anfang der nächsten Sitzung vorgespielt. Und das hat sehr geholfen, wieder reinzukommen. Und da gab es dann auch, weil es halt Audiobearbeitung ist, konnte man dann halt auch andere Schnipsel mit reinschneiden, irgendwelche Genre-Geschichten, Musik oder so weiter. Man kann im Mumble auch Hintergrundmusik mit einspielen. Das haben wir mal versucht. Das hat auch soweit gut geklappt und ist sehr atmosphärisch. Es ist mir aber auf die Dauer zu viel Arbeit gewesen, immer erstmal freie Musik zu finden und dann auch zusätzlich zu der Arbeit, die ich immer als Spielleiter reinstecke, den Abend vorzubereiten, dann auch noch für 3 oder 4 Stunden eine Musik zusammenzustellen, die dann auf Knopfdruck abgespielt wird. Weil man braucht natürlich für die verschiedenen Phasen des Spiels verschiedene Musiken. Also eine schnellere, rasantere Musik vielleicht für Kampfszenen und eine langsamere Musik, wenn vielleicht irgendwo Schleichszenen sind oder etwas ausspioniert wird oder sowas. Das heißt, das ist schon recht viel Arbeit, aber wer sich die Arbeit machen möchte, das ist eine Möglichkeit, das Online-Rollenspiel nochmal besser zu machen. Was wir auch schon mal probiert haben und was ganz cool ist, man kann im Mumble die Personen, die sprechen, im Raum rechts und links so stereomäßig verschieben. Das heißt, als Spielleiter kann ich, wenn ich als Spielleiter rede, aus einer anderen Ecke kommen des Raumes, als wenn ich irgendeinen Nichtspielercharakter, das heißt einen Bewohner der fiktiven Welt spreche. Das hilft dann, diese Trennung zu machen, zusätzlich zu dem, dass man seine Stimme verstellt und dass man vielleicht den Sprachduktus ändert. Du sagtest gerade das Stichwort freie Musik. Ich habe so das Gespür in der Art und Weise, wie du das machst, mit kleinen, begrenzten Runden. Das ist zwar löblich, dann auch freie Musik zu verwenden, aber ich glaube, da kannst du auch Musik mit Rechten nehmen und die Privatnutzung reklamieren. Das sollte man sicherlich mal prüfen. Also, das geht bestimmt, einem, ja. Aber für mich klingt das erstmal so, da du das ja nur wirklich für eine kleine Gruppe von Leuten machst, die du quasi persönlich kennst, dass es gehen können müsste. Aber Gerichte entscheiden manchmal anders. Aber ich habe noch eine weitere Frage. Ja. Und zwar auch von den Signal Angels, die wunderbarerweise, dankenswerterweise das rüberreichen, was Leute uns an Fragen reinbringen. Du sprachst von Pen und Paper ohne Spielleiterinnen. Und da fragt jemand, wo man was dazu findet, wie das wohl am besten funktioniert. Wir alle wissen, unter einer Monarchie zu leben ist einfach, aber wahre Freiheit, das ist richtig schwer. Hast du da Tipps? Ja. Oh, da kann ich eigentlich einen Podcast empfehlen. Das ist der 3W6 Podcast. Das sind zwei Leute aus Wien, die den machen. Und deren Hauptthema sind sogenannte Erzählrollenspiele. Das heißt Rollenspiele, die mit relativ wenig Regeln auskommen und von denen einige ohne Spielleiter funktionieren. Dann kann ich die kleine Reihe aus, jetzt muss ich gucken, ob ich den Verlag richtig hinkriege. Es gibt einen kleinen Spieleverlag. Ich glaube, der ist in Essen oder in Duisburg, irgendwo im Ruhrgebiet, die haben so kleine Heftchen. Das sind so Sachen, die man an einem Abend spielen kann, schön abgeschlossen. Und das sind auch Rollenspiele, die ohne Spielleiter funktionieren. Da müsste ich gerade mal irgendwie DuckDuckGo, um das rauszukriegen. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein, welcher Verlag das ist. Ja, eine Sache noch, der erste
den Podcast, den du erwähnt hast, den habe ich nicht richtig verstanden, vielleicht andere auch nicht, wenn du es nochmal langsam aussprichst. Das ist der 3W6 Podcast, aber möglicherweise heißt, also 3W6 kommt auf jeden Fall drin vor. Ich prüfe das gerade nochmal nach, kleinen Moment, ich will mal eben. Das findet man, ja, ja. 3W6 Podcast, Erzählspiele, Rollenspiele, Pen und Paper, das dürfte genau, das sein. Ja. 3W6-podcast.com ist die Webseite und der Podcast ist wirklich sehr super zum Anhören, die machen das sehr, sehr gut und deren Hauptaugenmerk sind diese Erzählspiele. Na, das sind doch mal ganz wunderbare Tipps, die man hier noch so einsacken, einheimsen kann. Und ich habe jetzt zumindest keine Fragen mehr vom Signal Angel. Ich habe aber gesehen, dass hier noch ein paar Hinweise in deiner Spieloberfläche gepostet wurden. Die siehst du aber selber, ne? Die kannst du verlesen. Ja. Ah ja, Fiasko, genau. Fiasko ist auch eine so eine Sache eines Rollenspiels, das Spielleiter frei ist. Und da ist auch gerade die zweite Edition, die Second Edition, rausgekommen, die ich noch nicht habe, die ich mir aber garantiert besorgen werde, sondern weil das hört sich sehr, sehr gut an. Kann man auch Dungeons spielen, also mit Bewegung durch eine Map. Wie gesagt, so Maps benutzen wir selber gar nicht oder sehr selten. Da ließe sich aber sicherlich auch was machen. Es gibt ja auch im Emacs Clients für so Dungeons-Spiele. Die könnte man aufbohren. Oder wie gesagt, man nimmt dann Jitsi oder Big Blue Button und gibt eine Applikation frei, mit der man eine Map anzeigen kann. Aber auch wie gesagt, wenn man da wirklich interaktiv und sehr visuell mit einer Map spielen möchte, dann sind diese Plattformgeschichten oder die anderen, die man hosten kann, die ich in meiner Präsentation habe, doch besser geeignet als das, was wir hier machen. Fein, ich habe jetzt vor meinen Augen keine Fragen mehr. Und jetzt die Frage an dich, was können Interessierte jetzt direkt tun? Auf der Webseite dieses RC3 Shadowland.network werde ich die Präsentation gleich noch verlinken, dass man sich die nochmal angucken kann, dass man dort auch die Links anklicken kann, die da drin sind. Und wer weitere Informationen braucht, kann sich gerne bei mir melden. In der Präsentation war mein Mastodon-Account-Name drin. Dort einfach eine direkte Mail schicken oder eine direkte Nachricht schicken. Und dann lese ich die auch und beantworte das dann und helfe auch gerne, wenn jemand sowas eingerichtet haben möchte, gibt da Tipps, wo man es findet. Ich werde es nicht hundertprozentig, also man kann mich nicht kaufen, um sowas einzurichten. Ich helfe gerne dabei, aber ein bisschen Energie muss man schon selber reinstecken. Ja, @mastodon.social habe ich mir gemerkt. Was war es davor? C-Stroot oder? C-Stroot-M. C-Stroot-M. Das kann man sich ja merken. C-Stroot-M@mastodon.social. Wunderbar. Hier kam doch eine Frage rein, ob man auch Dungeons damit spielen kann, also sprich sich auch tatsächlich bewegen. Ja, die hatte ich gerade schon beantwortet. Also wie gesagt, Entschuldigung. Geht aber nicht so gut wie in anderen Sachen. Da muss man ein bisschen kreativ werden. Ja. Wenn jetzt nicht noch, da kommt noch was. Danke, liebe Fragenden da draußen. Wie ist der Workload für den Spielleiter? Online-Runde versus Offline-Runde, wenn er zum Beispiel auch noch die Spielercharaktere pflegen muss. Das dürfte ja nicht ganz ohne Arbeit von sich gehen. Ja, aber ich ist zu Anfang, wenn man sich mit den Tools Emacs Org Mode und so weiter erstmal einarbeiten muss, ist es mehr Arbeit. Jetzt, nachdem ich das schon längere Zeit so mache, würde ich sagen, das ist identisch mit der Arbeit, die ich am normalen Spieltisch habe. Das heißt, ob ich das mit dem Bleistift auf Papier mir alles merke oder ob ich das in die Tastatur tippe, das tut sich nichts.
Ja, das heißt, du bist dann als Spielleiter auch jemand, der die verschiedenen Punkte verwaltet, der Spieler und so weiter, oder das macht die Software, oder das musst du alles noch im Notizbuch selber machen. Das mache ich. Ich habe aber über auf langere Sicht vor, dass das automatisch passiert. Das heißt, dass gewürfelt wird und dass der Würfelwurf ausgewertet wird und dann automatisch im jeweiligen Spielerbogen eingetragen wird, was jetzt das Ergebnis war. Weil beim Würfeln vorne vor steht ja, welcher Spieler das gechattet hat. Das kann man auslesen im Emacs. Das ist dann aber ein bisschen Emacs-Programmierung. Soweit bin ich noch nicht, aber das ist irgendwann mal das Ziel, dass das automatisch geht. Und wie jung ist der jüngste oder die jüngste Mitspielerin oder Mitspieler? Dürfte Mitte 30 sein. Ja. Bei uns. Wir sind halt alle schon ein bisschen älter. Ja. Hier kommt noch die Frage, kann man auch einstellen, dass Spieler ihre Charaktere selbst bearbeiten? Ja, sicher. Das geht. Jeder Spieler hat einen vollständigen Emacs. Man kann das so einrichten, dass neben dem Chat in einem geteilten Bildschirm auch der Spielerbogen angezeigt wird. Und dann kann man mit einer Tastenkombination zwischen dem Chat und dem Spielerbogen hin und her wechseln und dort reinschreiben. Bei uns hatte ich das ursprünglich so eingerichtet. Es hat sich dann gezeigt, dass die Spieler da gar kein Interesse dran hatten, das alles selber zu machen. Die wollten das ganz gerne auf mich abladen. Auch okay. Ah ja. Ja, aber wenn man das machen möchte, geht das. Hier ist noch eine Frage, bei der ich nicht genau weiß, ob sie ernst gemeint ist. Also wir bei Digital Courage haben in unserem Assembly ja einen Feuerlöscher, der Feuer fängt. Und hier wird jetzt die Frage nach explodierenden Würfeln gestellt. Ist das ein Gag oder gibt es sowas wirklich? Das gibt es wirklich. Explodierende Würfel sind Würfel. Wenn sie einen bestimmten Wert zeigen, dann darf man entsprechend mehr Würfel nochmal würfeln. Und die wiederum, wenn die auch diesen Wert zeigen, nochmal. Das heißt, das kann so eine Art Kettenreaktion geben. Das gibt es unter anderem, ich glaube, in Fate. Und auch das kann man mit dem Decide-Mode einrichten. Wir machen ja ganz viel bei Digital Courage im Moment für Schulen und kriegen da irre viele Anfragen. Und natürlich suchen wir auch immer mal wieder Sachen, die wir für Schülerinnen und Schüler mal so interessant gestalten könnten. Und vielleicht wäre das mal auch witzig, eine nicht erschreckend gedruckte kleine Anleitung zu haben, den Leuten so ein bisschen dahin helfen und den Spaß vermitteln. Über sowas schon mal nachgedacht? Meinst du jetzt, wie man so ein System aufsetzt, technischer Seite, oder wie man die Rollenspielseite macht? Ich glaube, das muss beides zusammenkommen, weil das lebt ja davon, dass man auch im Grunde einen eigenen Server hat. Also im Grunde das, was die Klassenkameraden ihrem Klassen-Nerd schenken, damit er ihnen das aufsetzt und sie selber auch noch durchblicken. Also, weil wie kriegt man Kids, ich stelle mir jetzt den Informatiklehrer vor, oder wie das heute heißt, der auch irgendwie denen mal was Schickes bauen will und sie mal auf so eine einfache ASCII-Welt und damit auf eine Konsolengeschichte hinbekommen möchte mit etwas, was Spaß macht. Dafür ist es ja super, um die Leute mal von diesem ganzen schrecklichen japanischen Klick hier und bezahl Geld Handyspielen wegzukriegen. Also wäre vielleicht schick. Das lässt sich sicherlich machen. Und man kann das einrichten, auch noch zu größtenteils automatisieren mit sowas wie Ansible oder so etwas oder einem Docker-Container, um das noch, um die Komplexität auch noch rauszunehmen. Gut, dann überlege ich doch mal für unsere Kurz- und Mündig-Reihe, was man da machen kann, und komm noch mal auf dich zu. Ich weiß deine Mastodon-Adresse. Gerne, gerne. Und meine E-Mail-Adresse findet man auch. Gut.
Gibt es jetzt noch Dinge, die noch nicht gesagt wurden, die eigentlich noch unbedingt in so einen Vortrag reingehören, wo du denkst, wenn ich das jetzt nicht noch sage, sind da draußen Leute enttäuscht? Willst du deine Mutter noch grüßen oder Ähnliches? Ja, ich grüße meine Omi. Aber nein, es gibt hier noch eine Frage, die gerade reingekommen ist hier auf dem Chat. Und zwar die Frage, wo werden die Spielerblätter zwischen den Sessions gespeichert? Die liegen auf dem Server. Und der Server sollte halt ein regelmäßiges Backup erhalten, wie das so bei Servern üblich ist, dass, falls der mal kaputt geht, das Ganze nicht verloren gegangen ist. Aber ansonsten liegen die Dinger einfach auf dem Server. Die sind auch zwischen den Sessions für die ganzen Spieler immer abrufbar. Das heißt, die Webseiten sind die ganze Zeit da. Man kann zu jeder Zeit draufgehen und sich vorbereiten für das Spiel, indem man sich anguckt, welche Handouts gab es denn letztes Mal? Was für Notizen haben wir uns letztes Mal gemacht? Es ist durchaus auch möglich, dass man sagt, dass man den Spielern eigene Notizdokumente gibt, wo sie was reinschreiben können und die dann auch auf dem HTML gezeigt werden. Ja, super, super schick. So, und wer schreibt denn mal dieses Tool, Insert Time, wo man dann über die Kommandozeile einen Parameter wie 5 Tage übergeben kann und dann plötzlich 5 Tage mehr Zeit hat in der Realität, um dann sowas auch mal zu spielen. Ja, ich denke jetzt einmal, ist erstmal ein Applaus angesagt. Ah, ich glaube, ich höre ihn, aber der technisch lässt er sich leider nicht auf deinen Kopfhörer durchschalten. Also einen ganz herzlichen Applaus von da draußen. Und ich denke, damit sind wir am Ende angelangt. Du hast, wie ich gesehen habe, nochmal deine Adresse in dein Spiel geschickt, carsten@strothmann.de, schöne Domain, Gnade der frühen Geburt. Ja, wer 35 Jahre lang Online-Spiel spielt, hat seinen Nachnamen als Domain. Ja, genau. Geschickt. Ja, vielen Dank, dass du den Kongress hier auch bereichert hast. Ja, ich hoffe, ich habe einige Leute inspirieren können und spielt ja mehr Spiele. Ja, ich glaube, das ist dir auf jeden Fall gelungen. Es hat auf jeden Fall A, Lust auf Spielen gemacht und B, auch so eine Aussicht gegeben, dieser ganzen wirklich kommerzialisierten Spielewelt vielleicht doch mal mit was entfliehen zu können. Also ich habe das nämlich gerade, dass eine mir sehr nahestehende Person auf so ein, aus natürlich wissenschaftlichen Gründen, um das mal zu erforschen, auf so einem typischen Spiel auf dem Handy hängen geblieben ist und das die ganze Zeit gespielt hat. Und das halt so aussah wie vor 10 Jahren die Spiele und es immer noch ins Gleiche ging, Coins zu kaufen und ansonsten da nichts groß mehr rauskommt und das ja auch letztendlich keinen Spaß macht. Und das hier sah schon noch ein bisschen mehr Spaß aus. Also, die Zukunft ist ASCII. Auf jeden Fall. Universell und geht immer. Wunderbar. Vielen Dank, Carsten. Ich danke dir, Padelun. Tschüss. Tschüss.